Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hallen Hearts Event, wieder dem letzten an der Zahl. Wir stehen hier noch in Paldiski in Estland und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Wäre natürlich eine angenehme Fahrt nochmal zum Ende, allerdings, zeitlich gesehen nicht mehr ganz so passend. Oslo oder nicht Oslo? Das ist hier die Frage. Ja, komm, wir fahren nach Oslo, würde ich sagen. Ja. Aber nach Oslo. Zeitlich gesehen ist ja die Frage, wie die Fahrzeit allgemein ist, weil wir haben auch die Fähre, die mit reinberechnet wird. Aber nehmen wir den Aufzug an für 34.705 Euro nach Polaris Lines in Oslo. Okay, wir fahren los. Dann wollen wir mal tanken. Ach, dann tanken wir unterwegs. Ist ja auch nicht das Demnächst große links abbiegen. Problem. Biege nach links ab. Da mal schnell über den Bademann rüber. Demnächst rechts abbiegen. Ah, kommen wir wieder von Biege nach BLT. rechts ab. Alles Biege klar, links von rechts BLT geht's dann abbiegen. weiter. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Fertig zum Losfahren. Anders als sonst, aber dran ist es. Dann wollen wir mal eben zur Fähre fahren. Ist auch relativ nah dran. Biege nach rechts ab. Erneut danke für die schnelle Info. Demnächst links ab. Abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Sogar auf der Vorfahrtstraße, sehr gut. Knapp geradeaus. Okay, sind wir schon bei Polaris Lines, also sind wir schon eigentlich da. Fahren, wie gesagt, hier wieder mit 30 anstelle mit 20. Sollte ich auch ausreichen. Eins, was ein bisschen nervig zu sein, ist Gebimmel. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Thank you.
Es hört auch nicht auf, ne? Immerhin hört es nicht, immerhin bleibt es so und nach einem fünfmaligen nicht beheben der Geschwindigkeit macht es dann eine Vollbremsung oder so. Das wäre noch schöner. Ab nach Kapelskär. Für 1270 Euro. Denn wie weit haben wir es jetzt? 9 Stunden Fahrzeit. Über Westeras, Örebro nach Oslo. Kilometer. Immer geradeaus. Wenn dann Oslo sind, dann fahren wir nochmal zur. Nee, fahren wir zum Startplatz. Wir werden aber dann nochmal den Kredit zurückzahlen. Also den 100.000er Kredit. Da sind dann hier über 150.000. Biege nach rechts ab. Das haben wir dann ja wieder eingefahren, die Kohle für den Kredit. Also, ja, auch jetzt schon, aber ein bisschen Puffer wollen wir ja haben. Und dann geht es dann nächste Woche entspannt weiter, sofern es kein weiteres DLC gibt. Keine weitere, ne? Ihr wisst schon, kein weiteres Event. Dann geht es dann entspannt weiter. Hier in Oxford machen wir zwei, dann wieder im Aktros, bis wir den. Okay, das, also jetzt, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, das würde ich jetzt immer machen. Okay, der Reno Premium ist bei 4 Sternen. Bei 5 von 5 Sternen. Damit wir den Aktros auch auf 5 von 5 Sternen bekommen. Wir werden dann Kohle einfahren müssen, um ihn zu reparieren. Nee, nicht reparieren, sondern restaurieren zu können. Verkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und den anderen Kredit müssen wir natürlich auch noch zurückbezahlen. Die Frage, ob wir es lieber Overtime machen oder nicht. Wir können ja gleich mal gucken, wie viele Kredite dann noch offen sind. Ja, wie viel Kreditgarten noch offen ist. Können wir dann gleich schauen am Ende. Wenn wir in Oslo sind. Ich würde zumindest wissen, ob das ein relativ nah greifbares Ziel ist. Okay, ich gucke jetzt selber nach. Kriege ich schon drüber. Viel zu viel. Okay, es sind noch 200. Gar nicht mal so viel. Wird das schon eigentlich zurückgezahlt? Es sind noch 230.000 offen. Sagen, fahren wir 200.000 ein ungefähr oder 230.000 oder 20.000 um den Dreh. Dann
sollte der Kredit ja auch rückzahlbar sein und dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Dann haben wir wieder den Puffer für weitere Kredite. Für den Fall der Fälle. Ist wahrscheinlich ja nicht Richtung Uppsala, sondern oder Richtung Uppsala und nicht nach Westeras. Immer geradeaus. Ja, doch. Schließlich geht es ja auch nach Westeras. Und Oslo ist auch schon ausgeschildert. Wunderbar. Kilometer. Wir hatten auch schon alles ausgeschildert, sowohl Westeras als auch Örebro. Und mal schauen, ob sich dann meinen Magen wieder beruhigt, nachdem das Video hier aufgenommen ist. Weil ab jetzt ist ja eigentlich der entspannte Teil. Über die nächsten 14 Tage mindestens ein Video pro Tag editieren und rendern. Was im Rahmen des Machbaren ist, von daher. Also im entspannten Machbaren. Mal schauen, was für ein Trailer wir dann demnächst dann von Oslo aus fahren. Das könnte ja ein Double Trailer werden. Also schauen wir mal. Da sind wir schon bei Westeras, dann geht es noch weiter nach Örebro. Da sind wir auch relativ fix. Und dann ist halt der weite Weg halt nach Oslo. Wo wir nur durch Dörfer wahrscheinlich durchfahren und das war's.
wahrscheinlich unterwegs, geht's noch nach Örebro. Ja, nach Örebro. Vielleicht können wir sogar erst in Norwegen tanken. Kann natürlich auch sein. Werden wir dann sehen. Je nachdem, wann es anschlägt. Aber ich denke mal, das könnten wir vielleicht sogar auch in Oslo. Ja, vielleicht können wir es sogar in Oslo machen. Ich meine, wir müssen ja schließlich nochmal von. Na, wobei eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir nicht nach hier. Ja, dann hatten wir, würde ich sagen, in Norwegen, wenn das bis dahin reicht. Nochmal voll. Für den Fall der Fälle. Dass wir den Truck dann immer wieder auspacken. Fast komplett voll getankt. Also wenn ich hier auf dem Profil oder auf dem ATS-Profil alle Dinge habe, alle Trucks habe, dann und wie an der Wende ansteht, dann werdet ihr natürlich wieder die Auswahl haben. Also auch weiterhin die Auswahl haben. Mit welchem Truck das Event befahren wird. Immer wenn man sich rechts einsortiert, dann geht es wieder langsamer voran. Das ist doch immer dasselbe. Das Boot so der LKW. Immer geradeaus. Und nicht durch die natürlich der schneller fährt. Es ist. Toll ist es. Was natürlich noch besser ist, alle ziehen davon, obwohl ich auch schon über dem Tempolimit fahre. Also dass die Autos schneller sind, alles klar, aber. Oh, wir müssen abbiegen. Dann ist ja gut, dass ich nicht am Überholen bin. Freie Bahn, wunderbar. Rechte Spur. Niedriger Tankfüllstand hier. Ja. 360 Kilometer noch nach Oslo. Noch haben wir ja. Okay, wir sind schon im Reservebereich, I guess. War ja eigentlich noch nicht. Das ist noch im roten Bereich. Wir fahren noch nicht auf jetzt hier, aber. Sind aber sogar noch im blauen, vor allem im weißen Bereich. Also ein bisschen ist noch drin. Ich würde sagen, wir probieren einfach weiter. Das sollte ja dicke reichen, oder?
ich denke schon. Wobei es jetzt wahrscheinlich für mich erstmal runtergeht auf 70. Ja, gut, für alle runter auf 70. Das ist bei diesem Abschnitt hier, wo es immer mal geradeaus. Bergauf und bergab hier mit den Temperaturen, Geschwindigkeiten. Also weiter ein wachsames Auge auf die Tankanzeige halten. Wir wollen ja schließlich nirgendwo liegen bleiben. Okay, dann haben wir die Tanke Nummer 1. Tanke Nummer 2 kommen wir ja unmittelbar danach. Wiederum doch noch eng werden. Das reicht noch für 380, ja, easy going. Immer geradeaus. Ganz vergessen, dass ich hier nachschauen kann. Ist es her, dass ich gewesen bin? Schon sehr, sehr lange her wieder. Aber dafür waren wir hier sehr oft. Auch aus einem oder anderen Mal mit Lavan im Truckers MP Multiplayer. Mehr dabei als nur Lavan, aber mindestens mit Lavan. Und dann Nummer 2. Die lassen wir auch rechts. Die lassen wir auch rechts liegen, wenn man sich umdrehen würde. Ja, das ist natürlich auch links liegen. Wir schaffen es bis zur Grenze nach Norwegen rein über Tankfüllung. Schaffen wir eigentlich sogar noch bis nach Oslo, aber das stand ja nicht zur Debatte. Und dann wieder auf Autobahn, Schnellstraße, whatever. Mächtiges Hin und Her hier. Ich sag ja, mächtiges Hin und Her.
Kaum sind wir auf der 80er Geschwindigkeit, gehst du ungefähr auf 70. Immer geradeaus. Sehr schön, freie Bahn für mich. Kann ich auch weiter mit 70 fahren. Ohne ausgebremst zu werden. Hinauf. Also ich bin ja schon mal gespannt, wie das Ganze wird. Ich meine, das damalige DLC, das war ja auch schon so ein bisschen so Meilenstein, so was die Qualität betrifft. Ich glaube, der wird nur. Da wird man sicher als da. Also, so, da gab es ja, glaube ich, so das Enhancement Update quasi, was die Straßentexturen betrifft und so. Wenn ich mich da nicht täusche. Immer geradeaus. Bisschen hat man ja schon sehen können im Trailer und in den Bildern. Welchen Trailer gab es noch nicht? Glaube ich. Zumindest. Oh, wobei doch, ich habe einen Teaser-Trailer. Hm. Kann man ja schon mal ein bisschen was sehen, einiges sehen. Geradeaus. Ein bisschen mal rausbeschleunigen, damit wir nicht allzu viel Geschwindigkeit verlieren. Also wird es auch ein bisschen brenzlig, was den Tank betrifft, weil wir jetzt hier gerade so viel verbraten. 190 Kilometer noch, okay, doch. Nicht so viel. Und die Tanke ist ja gleich hier. Sind wir dann also schon in Norwegen angelangt? Noch nicht ganz. Aber erstmal schön alles an Puffer verpulvern. War es noch 160 Kilometer, die wir fahren können. Aber sie geht jetzt zum Glück in Norwegen, das heißt, wir können auf die Tanke drauf.
einmal voll tanken. Für 1,96 Euro. Und dann haben wir 950 Liter getankt für 1863 Euro. Dann wollen wir mal los, damit der Kollege auch tanken kann. Und dann fahren wir mal die restlichen 139 Kilometer nach Oslo. Die 147 wieder herkommen. War auch dicht dran. So viel wollte ich jetzt auch hier gerade nicht blinken. Oh. Und da 70 wahrscheinlich, ne? Immer geradeaus. Alles klar. Muss ich ja beschleunigen. Würde wahrscheinlich wieder halt in 80 fahren, jawohl. Einmal durch Oslo durch, ich wollte schon fast gut sagen. Einmal um Oslo fahren wir jetzt rum. Wir wollen ja auch ein bisschen was erleben und ersehen von Oslo. Da war ja was. Mit Durchfahrten etc. pp. Ob wir so mit 70 fahren. Ja, mal der Autopass natürlich. Maul von 19 Euro bezahlt. Beschleunigen.
sind auch wieder ein bisschen mehr Gebäude hier vor Oslo. Da ist aber gerade noch ein bisschen mehr Industrie. Sowieso nicht, wenn wir gerne haben. So will ich hier die schönen Tunnel durchfahren. Bei Oslo. Oder ganz rechts raus? Rechts halten. Ja. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann machen wir das doch mal. Demnächst links abbiegen. Damit haben wir den ersten Aufenthalt in Oslo. Ja, wow. Wenn kassieren, dann so richtig. Da haben wir unsere Abladestelle. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Ausfahrt. Das so schnell ging. Endlich, wir sind da. Ich hätte gedacht, das dauert noch ungefähr 20 Minuten länger. Da bin ich erstmal ehrlich. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz, ob der Truck nicht jetzt vielleicht doch nur 4 Sterne hat. Von 5? Nein, er ist noch über 5. Wunderbar. Und dann laden wir mal die letzte Fracht ab. Wir sind gerade von 13 von 14. Das heißt, wir bekommen jetzt das 14. ab und schließen damit auch das Hordenharz-Event ab. Das war eine anstrengende Woche, sag ich euch. Valentinstagsgeschenke von Paldiski nach Oslo geliefert, gefahren, Strecke über 646 Kilometer, Dauer 40 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 243 Liter. Das war der 193. erledigte ETS2 World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 34.700 Euro und 822 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir noch zum nächsten Schlafplatz, was ja eigentlich direkt hier ist. Also brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Und da wollte ich noch den Kredit zurückzahlen, ne? Nur eine Tausender. Ist der Schlagplatz jetzt hier vorne oder? Wo war da? Und dann zahlen wir mal eben den Kredit zurück. Für 80.000 ist der Kredit noch offen. Zurückzahlen, jawohl. Und damit sind wir sogar, glaube ich, ein bisschen drüber als von unserem Ausgangspunkt des Events. Der Ausgangspunkt war da, glaube ich, bei 82.000 und ein paar zerquetschte. Jetzt sind wir bei knapp 89.000. Und da sehen wir das Hornharz abgeschlossen.
Das, gut, das Datum sieht man ja nicht, aber wir haben gerade den 18. Februar um 13:36 Uhr. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der kommenden Woche wieder mit ein paar wenigen Videos, die jetzt wahrscheinlich kein Event sind, es sei denn, wie gesagt, es kommt noch ein Event dazwischen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss.